Homefront ist ein 0815 Actionfilm, eindeutig, aber damit auch genau das, was man sich erwarten würde, wenn man einen Streifen mit Jason Statham einlegt. Die Action-Szenen sind cool gemacht, gerade die Schießerei am Anfang des Films und das Finale sind wirklich tipptopp. Da merkt man, dass das Drehbuch von einem Actionfilm-Veteran wie Sylvester Stallone stammt. Auch die schauspielerischen Leistungen von unter anderem Jason Statham, James Franco und Winona Ryder sind ebenfalls in Ordnung. Was ich allerdings anmerken muss, ist, der Film hat schon in seiner zweiten Hälfte den ein oder anderen Durchhänger, wo er möglicherweise rasanter hätte inszeniert werden können. Trotzdem muss man zugeben, wird der Film nie langweilig, ganz im Gegensatz zu dem für mich ein bisschen enttäuschenden Redemption mit Jason Statham. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist die Tatsache, dass mehr oder weniger die komplette Handlung des Films auf dem Backcover der Blu-ray vorweggenommen wird, auch wenn sie jetzt eben sehr standardmäßig ist, empfehle ich an der Stelle, sie einfach nicht zu lesen. Wer gerade nichts Besseres zum Schauen hat, wird mit Homefront wahrscheinlich nicht enttäuscht. Als Fan von Jason Statham, als Fan von Actionfilmen, kann man mit dem Titel eigentlich nichts falsch machen. Man sollte sich allerdings nicht erwarten, gerade das neueste Action-Highlight in seine Sammlung zu holen. Der Film ist einfach... ja, okay.